So, Tag zusammen. Dann starten wir mal los mit Sid Meier's Railroad Tycoon in der Jugendversion, also aus den 1990ern. Wir wollen mit einer neuen Eisenbahn starten. Wir brauchen dann gleich den Schwierigkeitsgrad. Wir wählen als Ort Europa 1900. Was haben wir hier noch? 1828 England. Könnten im Westen der USA 1866 oder im Osten 1830 starten. Wir wollen aber Europa als Land oder Kontinent. So, wir steigen ein. Wir wollen jetzt hier mal nicht übertreiben. Wir nehmen hier mal Finanzier, also den zweiten Schwierigkeitsgrad. Ich glaube jetzt hier, das soll ein entspanntes Spielen werden. Also Finanzier, was haben wir hier relativ gerade? Also Dispatcher steuert einfache Wirtschaft. Freundlicher Wettkampf war, das können wir, glaube ich, so lassen. Gut, gucken wir mal, was jetzt passiert. Er generiert die Karte. Dann starten wir mal rein. Wir haben eine neue Eisenbahn gegründet, nämlich unsere. So, das kennt man vielleicht auch noch. Man brauchte früher das Handbuch. Gab es früher noch Handbücher zu den Spielen? Da musste man im Handbuch nachgucken, welche Lokomotive das ist, um dann das Spiel spielen zu können. Das war quasi so die frühe Version des Kopierschutzes. Also hat man dann das Handbuch kopiert oder also den Ansatz zu sagen, welcher Buchstabe ist auf der 7. Seite, 3. Zeile. Im Handbuch, da haben die Spielentwickler sich einiges ausgedacht. Das brauchen wir hier bei der Version nicht. Wir sind im Spiel. Und wir frieren das Spiel auch direkt mal ein, damit wir uns in Ruhe anschauen können, was wir machen. Also wir haben 1 Million Pfund. Zielspiel des Spiels ist ja jetzt ein Eisenbahn-Imperium aufzubauen. Wir werden im Laufe des Spieles 3 Gegner bekommen, die um die Städte und die Regionen konkurrieren, die uns also dann vielleicht auch nerven. Und dort ihre Bahnhöfe setzen, wo wir unsere setzen wollen. Das ist schon etwas nervig. Man kann Aktien kaufen von den Konkurrenz-Bahngesellschaften. Die können auch welche von uns kaufen, weil das haben wir jetzt also nicht aktiv, dass die jetzt anfangen, unsere Aktien zu kaufen. Das ist, das haben wir jetzt ausgeschaltet. Das ist ein ganz anderes Spielprinzip. Werden wir jetzt mal lassen. Und wenn man viel Ruhe haben möchte, hier auf der Europakarte, fängt man in Großbritannien an. Denn da startet normalerweise keiner der KI-Gegner. Meistens starten die wirklich auch hier in Mitteleuropa, also in Frankreich, in Deutschland, im Deutschen Reich. Oder hier, aber hier hinten im östlichen Teil Preußens, das ist selten. Auch Italien ist ganz selten. Wir schauen mal, wir starten hier am Niederrhein. Das ist der Plan. Also, wir springen mal rein. Mal, hier haben wir als Stadt Köln. Die Steuerung ist weitestgehend mit der Tastatur, gar nicht mit der Maus. Wir haben hier Essen im Ruhrgebiet. Also hier ist die Ruhr, hier kommt der Rhein. Oder? Passt das auch? Nein, das ist die. Was ist denn hier? Das hier, das rechte ist der Rhein, die Ruhr gibt es gar nicht. Oh ja, okay. Also. Jetzt müsste dann die Maas sein, die da hochkommt. So, Antwerpen, das ist auch ganz interessant. Frank hat Antwerpen einen Hafen. Der ist ganz nützlich. Denn neben dem Transport von Personen und Post können wir noch Güter transportieren. Da haben wir hier zum Beispiel eine Chemiefabrik. Wir haben hier ein Stahlwerk. Die produzieren dann verschiedene Güter. Das sehen wir jetzt noch nicht, sehen wir dann aber gleich hier oben. Das ist eine Kohlemine, die liefert dann Kohle. Die Kohle muss ins Stahlwerk, ins Kraftwerk, witzigerweise. Das Kraftwerk macht dann, das Stahlwerk macht daraus dann Stahl. Daraus kann
Das können wir dann zur Waffenfabrik bringen. Die Waffenfabrik macht da Waffen raus. Und die Waffen, ja, die Waffen können wir dann hier zum Hafen bringen. So, hier ist, glaube ich, noch eine Chemie. Eine Chemiefabrik. Und hier oben ist auch noch was. Textilfabrik. Da können wir Wolle verarbeiten, denn ich glaube, die Häfen, genau, die stellen bereit Wolle. Okay, aber das kann jetzt hier nicht in einer Stadt, geht das nicht. So, das Große hier, das ist eine Stadt. Das hier sind Dörfer. Die Städte entwickeln sich auch. So, wir haben hier Brüssel. Das ist hier eine Weinkellerei, genau. Und dann haben wir hier noch eine Schaffarm. Die macht Salpeter und Wolle. Aber wir werden jetzt erstmal auf den Verkehr mit Post und Personen konzentrieren. Dann können wir hier vielleicht so ein schönes Dreieck machen. Essen, hier ist noch eine Festung. Die braucht dann die Bewaffnung, also ein Fort. Ja, also vielleicht fangen wir hier an, gehen von Antwerpen runter nach Brüssel. Die ersten zwei Jahre haben wir noch Ruhe. Hier ist Lille, was ist das hier? Das ist ein Kraftwerk, genau, das braucht Kohle. Unten müssten noch Städte sein, das hier ist sehr klein, ups, haben wir gemacht. Reim, okay. Da unten geht es nicht weiter, da steigt schon mal mit Plan ein bisschen. Ich klicke auf der Tastatur Köln. Da oben ist noch, müsste Osnabrück sein, glaube ich. Genau, das ist auch eine große Stadt. Also man hat hier schon drei von diesen Stadtfeldern. Bremen hier oben quasi nicht existent. Ah, ne, Bremen ist hier, pardon. Hier ist die Weser, das links war die Ems. Ja! So, Hamburg ist auch eher klein und beschaulich. Jetzt nochmal hier, Hannover ist ein Dorf. Magdeburg, na, das ist schon sehr weit weg. Und dann haben wir hier oben noch Amsterdam, die interessanterweise keinen Hafen haben. Machen wir die Buchstaben weg. Ne, Amsterdam hat keinen Hafen. Hier ist noch Utrecht. Ja, ich finde, das ist ja ganz schön. Das sind Hügel. Vorgebirge. Was ist das denn für ein Vorgebirge hier zwischen Utrecht und Essen im Münsterland? Mhm. Naja gut, also wir werden unsere, na, wir machen es einfach, ein bisschen sollte man darauf achten. Wir werden hier in Antwerpen starten. Wir müssen jetzt schauen, also diese Bahnhöfe, die haben immer zwei Felder, Umkreis, Einzugsbereich. Das wollen wir das hier hin platzieren. Den Bahnhof, dann geht das bis hier vorne. Der Teil wäre nicht drin. Also die drei Stadtfelder sind hier etwas unglücklich verteilt. So, wir können hier nach Brüssel fahren, könnten hier hinfahren, hätten dann hier einen Bahnhof. Und könnten dann später von Antwerpen hier hoch. Nach Amsterdam können wir hier reinfahren, hätten dann hier eine gerade Linie. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Dann machen wir das mal. Wir starten jetzt von hier aus los. Bauen wir das Chemiewerk. Und Chemiewerk. Das bauen wir, glaube ich, zu. Ich überlege. Wir können da hier gleich auch noch so einen großen Bahnhof bauen, der drei Felder hat. Dann wäre Antwerpen quasi unser Start. Ich möchte halt noch nicht über den Fluss. In Essen müssten wir wahrscheinlich hier hin. Müssen wir hier rüber und hier einmal quer an der Maasmündung runter. Nach Brüssel. Ja, aber ich finde Antwerpen attraktiver, weil da ein Hafen ist. Der ist strategisch eigentlich ganz gut. Also, wir bauen jetzt mal. Lange genug vorgeredet. Oh, der Sound ist typisch 90er Jahre. Also, wir bauen hier den Bahnhof.
So, da sehen wir jetzt hier, also Signalstellwerk, das haben wir noch nicht. Depot hat Einfeld, Umkreis, Bahnhof 2. Endbahnhof, der Begriff ist ein bisschen unglücklich, hat sogar drei Felder. Ich glaube, das brauchen wir noch nicht. Wir nehmen den Bahnhof. So, sehen wir hier, wir kriegen 4 Waggons Post pro Jahr, 7 Passagiere, 3 Waggons pro Jahr mit Wolle. Bedarf sehen wir unten. So, dann bauen wir hier unten. Frage, bauen wir das nicht besser hier hin? Schon ein Feld zu weit gebaut, aber ich glaube, hier ist besser. Dann kriegen wir die beiden Dörfer noch mit rein. Diese Weinkellerei brauchen wir nicht zwingend. Wir bauen den hier hin. Auch ein Bahnhof. Da gibt es nur Post und Passagiere. Und dann bauen wir einen neuen Zug. So, da können Sie das aussuchen. Wir haben die 080 Compound, also diese Ziffern, das sind ja dann die Achsverteilung. Der hat 3000 PS, 40 Meilen pro Stunde fährt, der kostet uns 50.000 Pfund. Oder 40 Hamilton, 60 Meilen pro Stunde, 2500 PS. Wir nehmen die Hamilton, weil die, das ist mehr was für die Personen, für den Personentransport, weil die schneller ist. Die hat ja nicht so viele Waggons. Die Compound ist mehr so eine Güterlok. Und jetzt kommt ihr aus dem Lokschuppen raus. So, wir wollen keinen Waggon anhängen. Der wird jetzt Waggons anhängen, aber das brauchen wir nicht. Moment, wo ist hier die Maus? Ja, genug. So, wir haben jetzt hier, also von Antwerpen nach Brüssel, da setzen wir erstmal einen Postwaggon, halt nicht da oben, sondern hier, Post und ein Passagierwaggon, dann haben wir zwei Waggons, das reicht, aber unverändert lassen, ich will es aber hier direkt mit dranhängen. Zugtyp ist ein Platzkartenzug, das heißt, der hält nur an diesen alte Stellen. Das ist jetzt noch egal. Das wird später nochmal wichtig, wenn er dann entlang seiner Strecke mehrere Halte hat. Da kann man nämlich quasi Nahverkehrs- und Fernverkehrszüge machen. Wir bleiben hier bei dem Lok austauschen. Können wir auch später machen. Streckenkarte interessiert uns nicht. Gut, dann kann das Spiel laufen. Wir haben den Postservice eingeführt von Antwerpen nach Brüssel. Und Passagiere transportieren wir auch. Prima, dann kann es jetzt losgehen. Wir gucken mal. Die Geschwindigkeit stellen wir mal auf schnell. Und dann gucken wir, wie hier der Zug losfährt. Also dafür, dass das Spiel aus den 1990er Jahren ist, ist das ja schon also im Rahmen der Möglichkeiten nett animiert. Das muss man schon lassen. Sieht doch gut aus. So, jetzt kommt er auch schon an. Das war die Idee. Ankunft 7.500 verdient, weil wir 9 Säcke Post. Na, prima. Neuer Geschwindigkeitsrekord. Das ist der Brüssel. So. Blitzer. Upsala. Blitzer. So, das Tool mag nicht so ganz und sie ist Englisch, wie ich feststelle. Ah, und 17 Passagiere gab nochmal 14.000. Und prima. So, jetzt ist der Zug auch voll. Wir machen mal ganz kurz einmal, gucken uns das doch mal an. Gehen das Spiel ein. Also jetzt haben wir 20 Säcke Post, 40 Passagiere, das ist gut. Man kann auch noch erkennen, ich weiß nicht, ob das auf der Streckenkarte, genau, da sieht man in Antwerpen, was
dort alles wartet in Brüssel entsprechend. Das kommt aber dann gleich noch, was ich jetzt machen möchte. Man kann die Bahnhöfe ausbauen. Steht es Bahnhof erweitern. So, und zwar möchte ich haben ein Postamt. Das gibt nämlich zusätzliche Einnahmen. Das ist ganz sinnvoll, dass man das macht, wenn man das hat, dass man die Bahnhöfe erstmal ausbaut. Also das ist das Post Office. Dann brauchen wir noch ein Hotel. Das bringt nämlich Geld für die Passagiere. Und wir ergänzen noch, was man noch braucht, wäre so ein Umstellbahnhof, wenn es jetzt dann darum geht, die Waggons umzukuppeln. Das brauchen wir aber nicht, aber wir werden noch ein Restaurant errichten. Das kommt dann hier über das Postamt. Sehr schön. So, das gleiche machen wir in Brüssel. Bahnhof erweitern. Ich will noch ein bisschen pausiert lassen. Also Lokwerkstatt brauchen wir nicht. Wir brauchen das Postamt. Wir brauchen das Restaurant. Das können wir uns leisten. Und wir wollen in Brüssel ein Hotel betreiben. Prima. Ein bisschen umgestalten. So, dann kann es weitergehen. Wo ist denn die Taste da? Wir fahren jetzt mal mittlere Geschwindigkeit. Man sieht jetzt hier an den Zügen auch. Also hier das Grüne ist ja die Geschwindigkeit. Das sind jetzt die Waggons. Wenn sie hell oder voll ausgelöst sind, sind sie mehr als halb voll. Wenn sie ein bisschen ausgegraut, dann sind sie nur weniger als halb gefüllt. Ja, also jetzt kann es hier losgehen. Wir sehen dann hier auch rechts immer die Einnahmen, die wir generieren. Das ist schon eine sehr kurze Strecke, 52.000. Okay. Also jetzt müssen wir schon die nächste Strecke planen. Die Frage ist, gehen wir nach Utrecht? Da müssten wir hier hin, glaube ich. Auf dieses Feld, dann kriegen wir nämlich die beiden Städte mit rein. Wäre also machbar. Das machen wir jetzt auch direkt. 20.000 Antwerpen ist noch zu klein. So, jetzt haben wir hier Gleis legen, 1,5% steigen. Was wir noch machen können, ist, es gibt noch hier diese Vermessung, dann sieht man die Höhenlinien, wie man die Strecke noch führen kann. Man sollte aber möglichst wenig Kurven haben. Also das ist immer so das Ziel. Mal gucken mal, wenn wir jetzt sagen, wir wollen hier hin, gehen wir geradeaus durch. So, hier hoch. Und dann hier hin. Also zwei Felder schräg hoch. So, gleich kommt das Jahresende. Dann rutscht man runter. Dann gibt es immer die Nachrichten. Wall Street ist besorgt über eine Wirtschaftskrise. Das hat dann was zu tun mit den Zinsen, die man zahlt. Denn müssen wir ein bisschen warten, bis wir Geld verdient haben. Die Eisenbahn können wir mal umbenennen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Da, das ist die, wie nennen wir die denn mal, Niederrheinische. So, das ist etwas unempfindlich. Eisentransport AG. NRT. Zack. Sehr gut. So, Brüssel liefert. Wir sehen das jetzt hier. Der Postwaggon ist nicht voll. So, Moment. Jetzt nochmal ganz schnell einmal das Spiel einfallen, damit wir kein Geld verlieren. Denn sobald wir Brüssel sind, können wir bauen. Hier soll ein neuer Bahnhof hin. Und zwar auch ein
Bahnhof, das ist gut. So, dann haben wir Utrecht. Jetzt passen wir unsere Linie an. Und Brüssel geht es wieder nach... Da ist die Frage, machen wir jetzt hier so einen Bierklang oder fährt er von Brüssel direkt nach Utrecht, ohne in Antwerpen zu halten? Antwerpen ist eigentlich zu klein. Ne? Also dann von Brüssel nach Utrecht und dann geht es wieder von vorne los. Hier setzen wir einen Postwaggon, einen Passagierwaggon dran. Und dann geht's weiter. Geschwindigkeit wäre auch schnell. Ubo ist zu schnell, dann sieht man die Mitteilung. Ich weiß, zwischendurch gibt es immer so Bonusbeträge, mit denen man noch ein bisschen Geld machen kann. So, noch haben wir keinen Konkurrenten. Ich glaube, der kommt 1902, wenn die Fiskalperiode abläuft. So, der ist jetzt einmal nach Antwerpen gefahren. Das ist noch die alte Strecke. Jetzt fährt er wieder zurück nach Brüssel. Dann gucken wir nochmal hier. Also jetzt hier auf I drücken, sehen wir, der hat nichts. Ah, Wolle hat er. Dass die Wolle kommt vom Hafen. Aber wir konzentrieren uns mal auf die Personen und Postverkehr, der ist am tiefsten. So, jetzt geht es nach Utrecht, also hier hoch und dann an der Küste entlang. Wir sind, also die Strecke hier, oder die Location ist nicht ganz ungefährlich, weil die Gegner theoretisch einzählen können. So, Lille ist auch wahnsinnig klein, das ist schade. Hier unten Metz, der Mosel wäre interessant. Zwei Kohlefelder. Was haben wir hier unten noch? Ein großer Dijon. Das wäre wieder interessant. Hier ist Frankfurt. Ah, da ist die. Bisschen leise. Die Fiskalperiode beendet. Wir sehen, was wir eingenommen haben. Post, Passagiere, sonstige Einnahmen. Das ist Hotel und Restaurant. So, das sind die Ausgaben, die wir hatten. Keine Aktiengewinne. Arbeitsfonds, Einrichtungen, was wir alles gekauft haben. Fahrzeugpark 70.000 wert. So, Profit von 260.000 Pfund. Rekordgewinn, sehr gut. Neue Rekorde. Und unsere Aktien geht rauf von 8 auf 15 Pfund. Prima. Wir wären jetzt ein Butler, wenn wir jetzt in Rente gehen würden. Gut, ja. Also, so viel dazu. Wir müssen auf jeden Fall noch nach Essen kommen. Ein bisschen aufpassen, dass uns da auch nicht keiner dazwischen kommt. So, der erste Zug kommt in Utrecht an. Das ist gut, der fährt jetzt direkt weiter nach Antwerpen. Wie kommen wir denn hier hin? In Utrecht, in Amsterdam müssen wir jetzt nicht sofort anschließen, das ist sehr nah. Also hier müssten wir ja ankommen. Da muss das hin. Idealerweise gehen wir dann hier so rum, hier oben. Also, wir können hier aber auch erstmal den Bahnhof erweitern. Und das... Restaurant und dann setzen wir da noch das Postamt drauf. Muss man in der richtigen Reihenfolge machen, damit das Geld reicht. So, und der Zug ist jetzt gut voll, 37 und 40, prima. Das ist auf dem Weg nach Brüssel. So, dann können wir jetzt hier auch direkt Bahnhof erweitern. Das Hotel leisten wir uns für 100.000 Pfund. Direkt ausbauen. Sehr gut. In Stuttgart, Herr Lenin. Also die
Personen, die haben auch bestimmte Eigenschaften. Boah, der gemacht direkt von Stuttgart nach Frankfurt. Okay. Dann müssen wir uns das mal direkt angucken, wo der jetzt ist. Stuttgart, Frankfurt. Ich hoffe, der. Oh. Das werde ich hier mit den drei Holzbrücken. Der will wahrscheinlich dann noch hier nach Nürnberg. Das ist auch sehr schön hier eigentlich. Aber ich wollte hier im westlichen Teil Europas bleiben. Also wir müssen auch immer nach Essen. Denn jetzt kommen die Gegner. So, da kommt der Zug. Zar Nikolaus der Zweite investiert. Das Limoges, das müsste ja weiter weg sein. Manchmal ist die KI auch ein bisschen dusselig. Dann kaufen die ihre Aktien. Ich weiß gar nicht, ob sie das machen. Ah, ne, das machen die jetzt. Das mit Tour. Also im Süden. Für den Teil Frankreichs. 62.000, sehr gut. Und Dijon, die sind wirklich alle hier in der Nähe. Dijon ist echt ein Problem. Ah ja, der kauft jetzt direkt Aktien. Das ist, ja, mal ganz kurz gucken. Der kauft direkt. Orléans. Okay, der ist hier unten. Ja, Dijon wäre natürlich ganz interessant gewesen. Auch schon gehofft, okay. Frankfurt kauft Aktien. Ich glaube, wir sind noch einigermaßen safe, weil die hoffentlich noch nicht bis nach Essen kommen. Dann können wir mich von Essen hier hoch nach Osnabrück. So, jetzt kommen wir langsam wieder in den Bereich, dass wir uns gleich was leisten können. Wir schauen mal. So, im Brüssel. Die Städte, wie gesagt, wachsen auch. Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Man sieht hier nur so klein diese Signalleuchten. Ne? Also, neuer Geschwindigkeitsrekord. Wunderbar. Das bleibt weiter der. Warum hier? Upsala. Taste mal wieder. Das ist der. Die. Holland. Sehr gut. So. Das war 32.000. Das geht gleich wieder ins Minus wegen der Kredite, die wir haben. Also, gucken wir nach. Was haben wir jetzt? Einnahmen 302. Betriebsgewinn 218. Ausgaben haben nämlich 84. Das ist gut. Ungetilte Anleihen 500.000, die könnte man irgendwann mal reduzieren. Wir haben 470.000 Profit gemacht. So, wir steigen weiter. Wir sind das wertvollste Unternehmen. Dijon, die sind nur in Dijon. Es ist hier 20 Meilen, 112, 96 Meilen Gleis und 100 Meilen. Wir haben das wertvollste Netzwerk oder Netz, der Wert unseres Netzes. Ein Landvermesser. Aha.